Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play von Trains of World 5, dem ersten von TSW 5. Ist heute erschienen oder vorerschienen, ne? Wie man sagen kann. Torben ist auch nebenbei mit dabei. Er selber zockt es gerade nicht, aber ich werde trotzdem ein paar Fragen stellen und nerven. Ja, Torben, das Spiel ist heute erschienen, richtig? Torben? Gut, der ist gerade irgendwie nicht da, keine Ahnung, wo er ist. Hat gerade popelt, keine Ahnung. Störung. Genau, fahren mit dem ICE. T müsste es sein. Der Baureihe. Ich kann es gerade nicht lesen. 411 ist es. Von Frankfurt Richtung Fulda. Oder nach Fulda ist es eigentlich. 88 Kilometer circa. Das fahren wir jetzt natürlich nicht komplett im Let's Play. Das ist ja klar. Und ja, sonst ein KI-Verkehr. 146 mit Dosto, Doppelstockwagen. Hier auch, und dann gibt es auch die S-Bahn. Frankfurt oder Fulda? Eigentlich war es erst von Fulda, glaube ich. Ja, genau, so, wir fahren in die ICE, der fährt theoretisch nach Dortmund. Ja, genau. Machen noch PCB an. Ja, gleich losfahren. GNT haben auch eine Neigetechnik, dafür ist auch der Zug bekannt. Dafür auch gedacht, dass er eine Neigetechnik hat. Genau, ich mache nochmal schnell den Thumbnail fertig. Sollte gut aussehen. Häuser haben wir mal Türen zu und dann geht's auch los. Schließvorgang eingeleitet. So. Ah, Abfahrt. Fahrt haben wir. Das so oben mache ich dann aber weg, dass ich mir das anzeige, weil man hier PCB bedienen muss. Genau. Also hier in Hanau haben wir einen Halt. Das heißt. Ja. Okay, haben wir einen Hanau einen Halt. Hey lol. Was ist denn das? Man fährt gar nicht nach Fulda, sehe ich gerade. Wir fahren jetzt nur nach. Hanau. Ja, machen wir das einfach so, würde ich sagen. Was ist lieber der Textur los? Ja, das Spiel muss ich noch mal ein bisschen einstellen. Das ist noch nicht ganz so toll, wie es läuft. Muss ich noch mal ein bisschen rumgucken. Genau. Ja, Funktionenfenster können wir aufmachen. Sonst ist eigentlich alles relativ ähnlich zum ICE3. Kann man auch Scheibe wieder drehen, das wird der funktionieren. Wo war das ja? Kuppel. Ja, finde ich gerade nicht. Das Brett wieder rein. Oh. Los geht's! Ist doch schön. Also jetzt können wir mal gucken, wie lang die Strecke so ist. Ja, ist schon ein bisschen. ja.
Achso, hier Hanau, ich sehe es gerade, so ein relativ großer Bahnhof, wie es mir aussieht. Naja, gut. Das war deswegen da halt ersetzen. Ah, mal hinten alles. Dann. So. Ich fahre jetzt so schnell auf zu labern. Was ist denn das hier? 90. Verstehe ich nicht. Oh, Feuer frei. Oh, sag jetzt nicht, der bremst gerade runter, ey. Nee, macht er eigentlich nicht. Oh, jetzt kann ich halt Gas geben. So. Das fahren wir so hier. Brauche ich die ganze Zeit diesen scheiß Bremshebel rumrühren. Oh, Attacke. So, wie gesagt, Hanau ist unser nächster Halt. Oder Endhalt. Oder ICE halt irgendwie endet, glaube ich. Muss sagen, die Sicht gefällt mir sehr gut hier. Haben wir so richtig schön hinbekommen. Dass man alles übersichtlich sieht auch. Und das nicht so wie in diesem ICE-3 war, dass man da so fast mit dem Kopf in der Frontscheibe hängt. Das war nun wirklich auch komisch. Ja, zum Großen und Ganzen könnt ihr mal heute mal in den Kommentar reinschreiben, wie das funktionieren soll mit dem Schaffner-Modus. Das würde mich mal sehr interessieren. Ob es den jetzt schon gibt oder ob das noch kommt oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, das könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Genau. Oh, ist ja auch schön Nägetechnik hier.
Ja, aber Forts muss ich noch mal ein bisschen verbessern. Das ist ja, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Gefühlt schlechter als TSW4. Mal gucken. Ich hab's echt doll runtergestellt. Ich hoffe auch, dass das Video gut ankommt bei euch. Wenn er kein Abo hat oder gemacht hat bei mir, gerne mal ein Abo dalassen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Aufrufe das Video macht. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn als nächstes von TSW 5 sehen wollt oder möchtet. Genau. Ich dachte mir jetzt einfach mal zum Anfang, einfach mal jetzt das, die neue Strecke mit dem neuen Zug. Kommt, denke ich mal, ganz gut an. Wie gesagt, ihr startet immer von Frankfurt nach Hanau. Genau. Sollte, denke ich mal, so passen. Ja. Wie gesagt, OMSI 2 wird auch bald wieder kommen als Let's Plays. Das ist klar. Und von der 30 gleich hier runter. Oh, 60er Ankündigung. Es leckt ganz schön dolle teilweise. Aber das nervt mich ein bisschen. Ja, ist ein gut Mensch. Ah. Verwunder. Ist, dass das Spiel auf PS4 released werden soll. Ja, das ist doch auch, das ist doch dann der Tod für die PS4. Rollen wir entspannt rein.
Eingriffe. Hey, hier, Formsignal, das habe ich nie verpasst. Flugabwehreingriffe. Alles klar. So, da sind wir auch schon in Hanau angelangt. Fahren wir jetzt rein. Hä, sieht aus wie von der Nittertalbahn aus hier. Oh, sind wir auch echt pünktlich. Türen geöffnet. Ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann nach oben. Wir sehen uns bis nächstes Mal. Macht's gut und tschüss.